Prost, die Herren. Prost, die Damen. Hi, Fiedberg, Leute. Prost. Und willkommen beim Biertaucher Podcast 272. Wir schreiben den 6.9.2016 und befinden uns beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a 1070 Wien. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Vocolic.com, der Online-Marketing-Agentur vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Auch vielen lieben Dank ans Klebemonster und an unsere Flatterer, unsere Hörer und an unsere Patreonen, also alle, die uns wahrnehmen und unterstützen oder kritisieren. Also auch an unsere Feedbacker. Darf man nicht vergessen. Ja. Heute mit... Heute mit Horst, Stefan, Gregor und Dennis. Ganz klassische Aufstellung heute. Ja, Zypressenaufstellung. Zypressenaufstellung. Dünner Royal kommt auch gleich, alles beim Alten. Ich hab schon. Starten wir los mit dem Teaser. Teaser, ja. Worüber reden wir heute? Also ich habe das letzte Mal schon angeteasert, dass ich mir den Hi-Fi Berry, eine Soundkarte für den Raspberry Pi, dass ich mit ihm bestellt habe. Der ist angekommen und da würde ich ein bisschen berichten über die Soundkarte, wie die Installation war, über LibreElec und Mediencenter-Erfahrung, also so ein Rundum-Ding. Und dann hätte ich vielleicht noch ein Technik-Thema, aber das werde ich mal anschauen. Schauen wir mal. Das passt gut, das hatte ich vor Wochen vor. Und dann war ich auf Urlaub. Nämlich, ich habe auch die Hi-Fi Berry. Dennis, worüber möchtest du reden? Ja, ich würde mich wahrscheinlich daran beteiligen. Noch ein bisschen Mera Luna, eine kleine Entdeckung, die ich dort gemacht habe, nämlich interessante Tonsäcke. Und was hatte ich vorhin noch gesagt, worüber ich reden will? Ich habe schon wieder vergessen. Ach so, genau. Wie man ein Poster in HTML designt. Ich kann berichten, dass ich im Kino war, habe mir Hotel Rock'n'Roll angeschaut. Ich bin sehr gespannt. Und ich frage mich, ob ich bin. Ich? Na, du ich. Bist nicht du, Stefan. Das kann man damit beantworten. Und wir vielleicht können es demokratisch abstimmen. Können wir dann machen. Teaser, du bist etwas anders in Form als sonst. Anders in Form? Oh, das kommt schon. Kommt schon. Okay. Das kommt schon. Tja, Teaser aus, legen wir los. Teaser aus. Haben wir Termine zum Verkünden? Friday Night Skating, wie jeden Freitag. Freitag, 16. September, 18 Uhr im Sektor 5, Podcasting Meetup Österreich. Mhm. Und für die Subscribe in München Mitte Oktober gibt es ab sofort die Karten online zu erwerben. Das ist die Podcaster-Konferenz in München. Mhm. 3 Tage Konferenz, Tickets Standardpreis 100 Euro, es gibt Fördertickets für mehr, es gibt Tickets für weniger. Also. Und du wirst hinfahren? Ich habe schon mein Ticket, ja. Am Freitag, dem 11. oder, nee, Quatsch, am dem 9. findet die DGM hier in Wien statt, ausnahmsweise mal. DGM? Die Deutsche Gesellschaft für Musik Psychologie hat ihre Jahrestagung hier in Wien. Schreibst du mir das Datum durch in den Kalender rein? Ja, okay, kann ich machen. Okay. Wird die meisten wahrscheinlich nicht interessieren, aber ja, weißt du, vielleicht, weißt du. Naja, man kann ja mal schauen. Genau. Und ich bin mit dem Poster da. Ja, auch wieder so ein ungenauer Termin, aber Slash Filmfest beginnt demnächstens. Präzision 1a. Was ich sagen kann, mit Sicherheit, oder was mir der Hopp zumindest gesteckt hat, also mit Hopp-Sicherheit, dass am 9. der Kartenverkauf beginnt. Das heißt, das ist bald. Wenn Sie diesen Podcast hören, war das schon. Ja, also ranhalten. Und ich habe ja letztes Jahr rausgelassen, deswegen habe ich wieder großen Durst nach Horror und Fantasy. Und das ist und wieder im Filmcasino, soweit ich weiß. Vielleicht ist es ja mittlerweile auch schon woanders eingerichtet. Schon. Ja, aber das weiß ich auch nicht. Aber ich werde mir auf jeden Fall, dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, wieder so einen 10er-Block kaufen und mir 10 Filme in einer Woche anschauen. Und ganz eine spezielle Ankündigung, falls wir Hörer aus Perchtoldsdorf bei Wien haben. Aha. Ich mache dort einen Programmierkurs für Kinder und Jugendliche. Bitte in die Perchtoldsdorfer Facebook-Gruppe reinschauen oder auf die Spielen Programmieren-Homepage. Dort wird es angekündigt. Und wo in Perchtoldsdorf?
in einer Montessori-Schule bei Sonnbergstraße. Und am Montag, der 12. September, ist eine Probeveranstaltung. Wenn da genug Interessen sind, mache ich dann einen 16-stündigen Kurs. Und was lernt man da? Das habe ich sehr vage gehalten, aber prinzipiell ein bisschen App programmieren am Handy und ein bisschen so programmieren halt. Mhm. Python natürlich. Oder Scratch, je nachdem, wie alt die Kinder sind, die kommen und wie gut deren Fähigkeiten sind. Je jünger, desto höher die Wahrscheinlichkeit zu Scratch wegen der Einfachheit. Ja. Gut. Ich hätte noch einen Termin, und zwar dieses Wochenende schon fand statt die Genussstraße oder so ähnlich. Noch weiter draußen als Berchtoldsdorf, nämlich Mödling bis Bad Vöslau. Und das nächste Wochenende findet es auch noch statt. Und zwar Samstag und Sonntag. Und du warst schon dort, oder? Nein, leider nicht. Ich habe es nur durch Zufall mitbekommen. Aber zwischen Mödling und Bad Vöslau. Gibt es eine Genussstraße. Statt. Genussstraße, ja. Eine ziemlich lange Straße. Ist ja alle weiterhin so brav Termine habt, so werde ich mich mehr anstrengen müssen, die gut in Form bringen. Jo. Ich hätte noch einen Termin. Bitte, her damit, her mit den Terminen. 1.1.2879 Weltuntergang. Ja gut, okay. Kann man nicht verpassen. Darauf trinken wir. Prost. Teaser fertig? Ja, Teaser fertig. Ja, das war schon fertig. Ich habe den Minus okay. Stimmt, soll ich was Einfaches, was mir aufgefallen ist, weil das ist ganz schnell abgehandelt. Mir ist aufgefallen. Ich habe Buchenheiser gelesen und da war heute die Story drinnen, dass erstens OpenOffice irgendwie sich anscheinend dem Ende zuneigt. Also sie haben gesagt, Programmierer. Es hat da so Stimmen gegeben, wenn das weiter so mit dem Stand der Programmierer bleibt, dann sollte man sich überlegen, das Projekt einzustellen. Woraufhin sich viele Freiwillige gemeldet haben und sie eine Mailingliste eingerichtet haben, wo man sich wieder zu diesem Projekt anmelden kann, um dafür zu programmieren. Und du als Held der unbezahlten Arbeit hast dich subscribed? Oder? Ich bin ja ein LibreOffice-Benutzer. Ja. Mir ist auch nicht ganz klar, ich bin aber auch nicht mehr up-to-date über die Verhältnisse, wie die Community aufgestellt ist. Weil es war ja ursprünglich so, OpenOffice war das Erste, was da ist, dann kam OpenOffice irgendwie in die Fänge von Oracle, da wurde es sehr vernachlässigt, dann wurde es von Oracle übergeben an die Apache Foundation und dann zu dem Zeitpunkt war aber schon der LibreELEC LibreOffice am Start und dann habe ich es aus den Augen verloren, weil ich halt nicht selber bei Ubuntu ist LibreOffice dabei und ich habe es auch den Leuten empfiehlt, weil es mir das wesentlich vitalere Projekt vorgekommen ist, was anscheinend auch so ist, wenn man jetzt irgendwie so diese Zeilen liest. Also ich bin der Meinung, OpenOffice, lasst es einfach sterben. Gibt es einen Gnadenschuss. Also ganz ehrlich, die Entscheidung, es fallen zu lassen, OpenOffice, wäre keine schlechte Lösung, weil es lohnt sich überhaupt nicht, dass OpenOffice und LibreOffice getrennt voneinander weiterentwickeln. Das kommt beiden nicht gut, weil die Entwickler fehlten bei dem einen und wenn halt, findet auch kein Code-Sharing mehr zwischen den beiden Projekten statt. Sieht die schon zu sehr inkompatibel? Ja, die sind völlig inkompatibel zueinander und OpenOffice bleibt auf der Stelle stehen. Also lieber LibreOffice forken, wenn man sich... Ja, weil das ist ja eigentlich schon wichtig. Ich meine, gerade für staatliche Stellen oder so ist eine komplette Office-Suite einfach ein wichtiges Projekt und das ist nicht einfach, braucht viele Ressourcen und ich würde dem auch zustimmen. Deswegen hätte mich ja interessiert, wie die Leute argumentieren, dass man da vielleicht sich doch für OpenOffice entscheidet, statt für LibreOffice. Ja, da hast du nichts rausgefunden aus dem Artikel. Ja, das habe ich auch nicht. Im Artikel ist es nicht gestanden und ich habe mich jetzt auch nicht weiter drin vertieft. Wenn wir dabei sind, ich habe ein paar kleine Meldungen, die ich am Blog loswerden will. Eine Meldung, ich glaube, von Telepolis, all EU science papers should be free by 2020. Gefunden in futurism.com. Und da ist eine, da geht es darum, dass Wissenschaft, also von der EU finanzierte Wissenschaftspapiere, Papers, Diplomarbeiten etc. sollen also spätestens 2020 öffentlich zugänglich sein. Wo man sich eigentlich denkt, das sollte eh schon seit Anbeginn der Universität sein, so seit dem Mittelalter. Aber durch diese Elivia und diese Wissenschaftsverlage sind sie das eben nicht. Ja, da gibt es sicher einiges in Open Access und diesen Sachen. Genau, und zumindest ist das eine schöne Absichtserklärung. Mhm. Und dann habe ich gefunden zwei Links, die... Ich habe mich leider nicht sehr reingetigert, deshalb verlese ich sie jetzt nur, man findet sie in den Shownotes. Das eine ist, es gibt einen Öko-PC,
auf www.grauzublei.com EOMA68/Mikrodesktop. Ich glaube, da ging es darum, dass die Hardware relativ ökologisch share produziert ist. Mhm. Ja, so ein Fairphone-PC sozusagen. Okay. Und das andere ist ein Journal of Open Source, http://jos.theoj.org about. Ich habe leider nicht sehr viel reingeschaut, aber es ging, glaube ich, um eine Zeitschrift für den Open Source Gedanken, wenn ich das richtig kapiert habe. Mhm. Okay, was aber ich voll nicht reingeschaut, sondern schon rein, aber nicht zu tief jetzt. Aber ich habe gedacht, das gehört. Damit muss ich mich befassen und natürlich wusch. Das Einzige, was ich geschafft habe, war es hier ins Titanpad reinzuschreiben. Mhm. So viel zu meinen Unblock-Meldungen. Stefan, wink einmal mit der Hand. Okay, Stefan winkt jetzt seltsamerweise mit der linken Hand. Was ist mit der rechten Hand passiert, Stefan? Naja, die rechte Hand ist zurzeit etwas eingeschränkt verwendbar. Ich war letzte Woche wieder mal bei einem Meetup mit dem Fahrrad und am Heimweg in Gedanken. Fahr von einer Kreuzung weg, zur Abwechslung mal im Stehen, ohne wirklich genauer drüber nachzudenken, mit ziemlich abgelutschten Sandalen, auf ziemlich abgelutschten Plastikpedalen. Und bin nach vorn abgerutscht. Nach vorn. Was ich noch nie geschafft hatte in meinem ganzen Leben. Das heißt, das Fahrrad ist dir dann in die Ferse reingedonnert? Ja, das ist eigentlich eher nur so hinten über mich drüber geflogen. Ja. Das hat mich nicht weiter tangiert. Das Fahrrad ist im Verhältnis zu mir nicht so schwer. Aber ich bin relativ schwer und habe dann Karosseriebremsung auf der Straße gemacht. Habe aber zum Glück eine Jacke angehabt, das hat mich vor einigen Abschürfungen bewahrt, aber nichtsdestotrotz habe ich es geschafft, mir den Ellbogen aufzuschürfen durch die Jacke durch. Da muss irgendwas Schärferes darunter gewesen sein an der Stelle. Und jetzt habe ich noch einen leicht ledierten Ellbogen, aber sonst geht es mir schon wieder. Aber du hast da nicht den Arm gebrochen? Nein. Okay. Du hast dich auch nicht irgendwie ärztlich versorgen lassen? Nein, am Anfang hat irgendwie alles wehtan, also die ersten ein, zwei Tage, aber dann hat sich das sozusagen wieder rausgegeben. Das ist so wie ein ärgerer Muskelkater sowas und dann verzieht sich das wieder, aber die Gelenke sind alle in Ordnung und die Haut wächst auch. Aber dein Selbstbewusstsein wurde angeklatscht. Na, aber vielleicht wieder die Aufmerksamkeit für die Zukunft ein bisschen. Und was, also du hast rutschige Sandalen angehabt auf einem rutschigen Fahrradpedal, kann man das als Das ist so im Endeffekt wahrscheinlich die Erklärung dafür. Eventuell ist auch das Pedal gebrochen, also nachher war es gebrochen. Ich weiß nicht, ob das gebrochen ist, weil ich drauf getrampelt bin oder weil ich damit dann auf der Straße aufgeschlagen bin. Weil du gesagt hast, dass du im Stehen gefahren bist, dass du mehr Druck ausgibt hast. Ja, daher könnte es sein, dass das außen weggebrochen ist. Also Plastikpedale verwende ich sicher in Zukunft nie wieder. Aber dich hat kein Auto tangiert oder hast du dich dann so durch am Boden rollen, so zwischen den Fahrzeugen? Es war nichts mehr mit Rollen, es war nur mehr Schlittern. Es war nicht besonders nett. Und da habe ich wieder gelernt, dass hattest du einen Helm auf? Nein, ich hatte auch keinen Helm auf. Aber du hast dich nicht am Kopf verletzt? Nein, also angeblich nicht. Also du bist stylisch gestürzt? Nein, das auch nicht. Auch nicht stylisch. Okay. Nur ein Botschat gewesen. Kann man vielleicht die Schuld schieben auf das Meetup? War es ein Ruby-Meetup vielleicht? Es war ein Ruby-Meetup? Ja, also die... Und daher war ich noch in meinen Gedanken ganz vollkommen... gar nicht auf Rails. Ja. Dann nimmer, ne? Ich würde ein bisschen aufpassen, nicht, dass dir nachher auch ein Fahrradunfall passiert. Nein, ich bin öffentlich da. Da können noch immer Fahrradunfälle passieren. Ja gut, nichts... Nichts Schlimmes passiert. Habe ich auch was Nettes zu erzählen, was ich auch die Woche erlebt habe, nämlich die Jana, die ja vorletzte Woche im Podcast war und von ihrem Podcast erzählt hat, hat jetzt auch die erste reguläre Episode veröffentlicht. Und da hatte ich das Vergnügen, Gast bei ihr zu sein im Lieblingsplätzchen-Podcast. Mhm. Und ich erzähle gar nicht viel mehr darüber, außer eine Sache, die für mich dann im Nachhinein recht interessant war. Also ich habe es jetzt noch, es ist ungefähr 2 Wochen her, dass wir es aufgenommen haben und jetzt hat sie es publiziert und jetzt habe ich mir es halt auch angehört.
Einerseits würde mich interessiert, wie ich selber spreche, wenn ich längere Zeit frei spreche, ob sich das geändert hat seit der Zeit, wo ich das letzte Mal aufgenommen worden bin. Mhm. Ja, das hat sich ziemlich geändert und eigentlich nicht zum Positiven, was die Sprache angeht. Wirklich? Habe ich festgestellt, ja, es ist ein sehr eigenartiger Dialekt geworden, was ich da rede. Das hat mit Wienerisch nichts zu tun, das hat mit St. Pöltenerisch, das ich lange Zeit geredet habe, nichts zu tun. Es ist ein eigenartiger Dialekt geworden. Aber gut, soll sein. Kann man als individuelle Note klassifizieren und abhaken, soweit so gut. Was mich aber mehr im Nachhinein bewegt hat, war dann die Frage, also sie hat mich da gute Dreiviertelstunde interviewt und das habe ich dann gehört, eben was ich da wieder gesagt habe. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich, was ich da gesagt habe? Entspricht das mir eigentlich oder entspreche ich dem, was ich da gesagt habe? Okay. Also so ein leichter Anflug einer existenziellen Krise, will ich nicht sagen, aber Überlegung, ob man das ist, was man da denn so sagt. Stefan, war ein bisschen Selbstreflexion. Nein, das nennt man danke, der Gregor sagt es gerade, das nennt man Selbstreflexion. Das kann man hin und wieder mal doch ganz gut machen. Ja. Weil ich habe es interessant gefunden, dieses Bild, das da von mir gezeichnet wird, ich würde mich, glaube ich, eigentlich gar nicht so sehen. Okay. Das ist ganz interessant. Darum würde es mich freuen, wenn zum Beispiel du hörst dich ja nur im, sehst dich ja nicht. Ja, im übertragenen Sinne gemeint. Du hast gesagt, du hörst ihn gerade. Also, ich bin gerade bei der Hälfte und habe ihn sehr nett. Mich würde es dann interessieren, falls ihr Lust und Zeit habt, euch anzuhören. Ich habe ihn schon fertig gehört. Ob das eurem Bild von mir entspricht, was ich da so schon fertig gehört? Ja, ich habe ihn schon fertig gehört. Ich habe auch die Nullnummer halt mir angehört. Und die erste Folge ganz gut. Erst einmal sehr gute Soundqualität, kann man schon mal so anmerken. Yep. Ist faszinierend, da kann man uns eine Scheibe abschneiden. Super schon. Sehr, sehr schöne Irrtaucher-Schleichwerbung eingebaut. Ja. Danke, Stefan, wirklich. Hab mich bemüht. Ja, auch die DIN funktioniert sehr gut, die Homepage dazu. Yep. Diana kann man ja nicht gelobt außer dass für ihre Linksammlung. In der Mobilversion den RSS-Feed-Link nicht gefunden habe. Das war das Einzige. Aber das in der Mobilversion. Das ist ein Meckern auf hohem Niveau. Und das, ich fand das überhaupt, ihr wart sehr harmonisch. Es war ein schönes Hin und Her vom Dialog her und so. Das hat sich auch alles gut gemacht. Das war schon im Freien, oder? Das war im Freien und sogar relativ laut dort. Also wir sind die meiste Zeit oben auf einem Turm gestanden. Mehr sagen wir jetzt noch nicht, man soll dann da reinhören. Mhm. Und da sind unten Autos dran vorbeigefahren, unter anderem auch ein LKW, der mich ein bisschen gestört hat, aber es war dann lustig, der hat im Podcast selber weniger gestört, als er mich bei der Aufnahme gestört hat. Ja. Also das Mikrofon, das ist aufgenommen worden mit einem Zoom H4, mit dem Aufsteck- oder eingebauten Mikrofon, auf jeden Fall nicht mit Headsets. Ich habe es nicht Headsets gehabt. Keine Headsets gehabt. Und das hat sehr gut funktioniert. Ich weiß von der Jana, ich habe dann nachher mit ihr über die Audioqualität so auch geredet. Sie hat es durch Auphonic durchgejagt. Mhm. Damit ist es besser geworden, hat sie gesagt. Ich finde die Audioqualität sehr gut. Einmal plaudern wir über die Anzahl der Stufen dieses Turms. Während wir da reden, gehen wir gerade den Turm hintereinander runter. Das hat mich eigentlich gewundert, dass das überhaupt noch brauchbar verständlich war. Ich habe mir eigentlich nicht gedacht, dass man das dann in der Aufnahme wirklich verwenden kann. Mhm. Dieses Plaudern während des Runtergehens hat aber auch gut funktioniert. Also dieses Zoom H4 kann man wirklich empfehlen. Also das eingebaute Mikro ist echt gute Audioqualität, finde ich. Ja, also ist mir auch aufgefallen, dass es für eine gerade. Ihr habt auch keine, habt ihr einen Windschutz oder so drauf gehabt? Oder? Ja, okay. Windschutz war drauf. Also das auch. Ja. Ja, aber auch ich meine, für Freiluft einfach wirklich, wirklich sehr gute Qualität. Mhm. Ja, und was dem Bild von dir entspricht. Ja, natürlich. Also ich finde nicht, dass das so weit entfernt ist, so ungefähr. Ich fand das durchaus authentisch. Von deinen Anliegen, Interessen her und so. Und diesen Rundumblick. Und total. Also ich fand das durchaus entsprechend. Ja. Was kann ich noch? Kritik? Ja. Du wirst natürlich viel zu deine Plätzchenauswahl. Gleich für die erste Folge so ein Triumvirat der Klassiker zu nehmen. Jo. Da hätte man drei Klassiker heute draus machen müsst können. Müsst ihr euch bemühen. Das ist ein Wahnsinn. Ich habe es noch nicht gehört, aber wie funktioniert das? Du hast die ganzen Süßigkeiten zu Jana mitbringen müssen. Das heißt, ist du hast die nicht Regel. Von ihr einen Kuchen gegeben. Nein, das Reglement ist, dass der Gast das die Lieblingsplätzchen mitbringen. Was bringt der Besteck? Quassle für Kuchen. War sehr gut, ja. Also eine absolute Hörempfehlung und hat Spaß gemacht.
Und die Aufnahme hat auch Urspaß gemacht. Also das war sehr nett. Und das ist jetzt Janas erster eigener Podcast, ne? Das ist ihr erster eigener Podcast. Ja. Gratulation, Jana, kann man sagen. Sie hat noch einen kurzen Teaser hat sie gemacht im Zuge von dem Podcast Patinnen-Projekt. Das ist damals auch veröffentlicht worden. Ja. Aber kein Vergleich zu der Riesengeschichte jetzt da. Das ist doch fast eine Stunde. Mhm. Und ja, ich finde es gut geworden. Coole Sache. Ja. Und ich bin gespannt schon, was in den kommenden Episoden noch für Lieblingsplätzchen, also sowohl am Backwerk als auch an Orten auftaucht. Noch was Podcastiges. Ja. Die nächste Hour of Code Episode wird bald rauskommen. Da geht es um den Request Response Cycle. Okay. Da bleibe ich auch dran, ja. Und wenn wir schon einen Podcast auch noch haben, haben wir aber letztens geredet haben über Netzneutralität und was sich da getan hat in letzter Zeit. Da gibt es jetzt einen Blog Netzpolitik, der frisch rausgekommen ist mit Mr. Netzneutralität Thomas Lohninger. Und ich habe ihn nicht ganz gehört, es macht mich ein bisschen wahnsinnig. Ich weiß nicht, es liegt wahrscheinlich an meinem Podcatcher, ich kann nicht mehr spulen in gewissen Podcasts Logbuch Netzpolitik, keine Ahnung, aber ich habe angefangen zu hören und ja, informativ, das möchte ich mir auf jeden Fall noch fertig anhören. Also wer sich über das Thema informieren möchte, ist da sicherlich an der richtigen Adresse. Da wird das ausgebreitet, was ich das letzte Mal kurz erwähnt habe, nämlich die BEREC-Richtlinie, die erlassen worden ist zum Thema Netzneutralität. Das ist also diese Dachorganisation der europäischen Provider. Also eigentlich der Regulierungsbehörden der einzelnen Länder, die für die europäischen Provider zuständig sind in den jeweiligen Ländern. Also das, was in Österreich die RTR ist, in Deutschland die Bundesnetzagentur und darüber dann die europäische Organisation, die diese Organisationen vereinigt. So, ich bin auch wieder da. Dann habe ich schon. Einen kurzen Nachtrag habe ich noch zum letzten Mal, das habe ich vergessen zu erwähnen, da habe ich erzählt von dem Data Stories Podcast. Im Zuge einer dieser Episoden bin ich gestolpert über Vega, also eine JavaScript-Bibliothek ist eigentlich der falsche Ausdruck. Es ist ein deklaratives Format, wie man Diagramme beschreibt, um sie dann zum Beispiel mit einer JavaScript-Bibliothek implementieren zu können, aber auch mit anderen Frameworks. Habe ich einen sehr interessanten Ansatz gefunden. Also man hat sich da bemüht, im Zuge dieses Projekts Diagramme zu deklarieren oder einen Standard zu erfinden, mit dem man Diagramme deklarieren kann. Mhm. Sowas kannte ich vorher bisher nicht. Wozu ist das gut? Um mit unterschiedlichen Medien das dann publizieren zu können. Weil man halt nicht überall JavaScript hat, weil man nicht überall ein ggplot hat, das man aus R ansprechen kann, sondern dass man einfach nur hat als Standard diese Art von Diagramm mit den und den, ich sage jetzt salopp, mit den und den Achsen, den und den Punkten, soll jetzt ausgegeben werden. Also sozusagen ein Metaformat zur Deklaration von Diagrammen. Okay, also im Prinzip das, was CSV für Tabellen ist. Ja, oder HTML für Texte. Also eine Markup-Sprache. Okay. Interessante Idee. Weil ich glaube, es ist ein JSON-Format, aber ich bin mir ganz sicher. Aber habe ich eben interessant gefunden, es ist ein Ansatz, Diagramme zu standardisieren. Ja. Das habe ich bisher als sehr, sehr ein freifliegendes Thema empfunden. Mhm. Also jemandem zu sagen, da hast du ein Diagramm auf dem Papier, so jetzt implementier das, nur halt mit den und den anderen Zahlen, da tut man sich relativ schwer, wenn man dann relativ viel Interpretationsspielraum hat. Ja, stimmt, ja. Spannend. Könnte man auch auf die Art und Weise zum Beispiel Konsistenz garantieren in einem Buch, dass alle Diagramme konsistent sind. Wenn man sagt, das entspricht diesem Standard, Weg. Genau. Ja, das wird dann ziemlich umfangreich. Ja, ist es. Ja, das, und ziemlich kompliziert. Ja, okay. Vega, wie gesagt, das ist der Standard. Vega GitHub.io ist die Webseite. Mhm. Kommt auch wieder in die Shownotes. Das heißt, man braucht jetzt nur noch ein Programm, was aus den Daten mithilfe dieses Standards dann die Diagramme erzeugt. Genau. Ja. Und für JavaScript gibt's zwei Implementierungen schon. Für weitere Sachen weiß ich es nicht auswendig. Yep. Ja, weil du gemeint hast, die HTML für Text, du hast ja
HTML nicht für reinen Text oder so verwendet. Ja, also ich habe mir gedacht, ich muss für die DGM einen Poster erstellen. Und wie mache ich das? Also meine Freundin hätte das ganz klassisch in LaTeX gemacht. Mhm. Der Professor hätte es in PowerPoint gemacht und ich habe gesagt, ich nehme mal HTML. Und ich wusste grundsätzlich schon, was man alles mit CSS machen kann und dass man dort auch Breiten angeben kann, im Sinne von nicht Pixel oder relative Größen, wie es normalerweise verwendet wird, sondern auch richtig absolute Werte in Millimetern oder Zentimetern oder in PT, also Punkten. Und das bleibt dann auch am Drucker echt? Ja, das ist das nämlich das Wichtige, dass Zentimeter wirklich Zentimeter gemeint ist. Und da ist mir dann auch als erstes aufgefallen, dass bei meinem Konfiguration der Monitor anscheinend doch nicht richtig konfiguriert ist und ein Zentimeter nicht ein Zentimeter ist. Aber das liegt an der Anzeige halt. Bei Papier ist es meistens schon so, dass die Drucker DIN A4 genau wissen, wie groß das Blatt Papier ist und da kein Problem. Aber was für Probleme man dabei hat, ist echt unglaublich. Erstens, normalerweise drucken die Browser den Hintergrund nicht mit aus. Ich habe das vorher mit PDFs erzeugen probiert, damit ich sicher gehe, dass ich zum Schluss ein PDF habe und das dann einreiche, damit es keine Probleme gibt. Aber der Hintergrund fehlte. Gut, das ist nur ein Knöpfchen zum Anklicken. Ist der Hintergrund drin, aber bestimmte Effekte wie zum Beispiel Schatten, Farbübergänge und so weiter, das fehlte alles zum Schluss. Das ist, wird nicht mitgedruckt, zumindest vom Chrome nicht. Obwohl es im HTML richtig drin war. Ja, der Bildschirm hat das auch angezeigt. Richtig, das war alles wunderbar und ich habe es auch so angegeben mit Zentimetern, daran lag es nicht. Ich habe dann gegoogelt und habe dann WebKit Adjust oder sowas ähnliches hieß das, Exact gefunden, habe das eingetragen und wunderbar, es funktioniert. Also die Schatten also wurden mitgedruckt. Ein CSS-Befehl hast du zugeben müssen. Ja, oder? Genau. Aber dann ist mir aufgefallen, naja, die Schrift sieht nicht mehr so schön aus. Die ist plötzlich so verschwommen. Und habe mir das PDF dann genauer angeschaut und habe dann festgestellt, ach, der hat alles in Rastergrafiken umgewandelt. Nein, Rastergrafiken. Und ja, für den Druck völlig unbrauchbar. Ich wollte es viel genauer haben. 75 dpi ist auch ein bisschen dürftig, besonders wenn man bedenkt, dass heutzutage Drucker mit 1200 dpi existieren. Also gescheitert. Nein, ich habe nicht aufgegeben. Ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich es ja für jedes einzelne Element angeben. Das Blöde war nur, dass die Textelemente zum Teil Schatteneffekte hatten und das dann nicht richtig funktioniert hat. Und ich bin dann mit versteckten Elementen, mit After bzw. Before drangegangen und habe dann ein bisschen rumgespielt und tatsächlich... Ich habe den Hintergrund mit den Effekten und die reinen Texte und die Diagramme, die wir eigentlich als SVG eingebettet hatte, voneinander getrennt. Dann konnte ich den Hintergrund und die Grafik getrennt sagen, das eine kann ruhig Rastergrafiken sein, das andere Text bitte nicht. Und wunderbar, das Druckbild sieht wirklich exzellent aus. Der Hintergrund ist, naja, Rastergrafik, aber es macht nicht so viel aus. Der Text ist super. Hast du das selber rausgefunden oder hast du da irgendwelche Quellen im Netz gefunden dazu, also, zu dieser Problematik? Also dieses WebKit Adjust, glaube ich, heißt das Exact, das habe ich gefunden über Google, weil ich weiß nicht mehr, nach was ich genau gesucht habe. Ich habe jedenfalls irgendwas angegeben, Schatteneffekt fehlt oder so auf Englisch halt. Ja. Und habe das dann gefunden. Ja, ich habe mich nur auf den Chrome-Browser bzw. Chromium konzentriert, weil mir reicht es, wenn in einem Browser es funktioniert. Ich brauche nicht einen zweiten. Also Firefox war mir wurscht. Es funktioniert auch nicht, weil ich habe natürlich dafür gesorgt, dass es wirklich das ganze DIN A0-Blatt ausgefüllt ist. Und wenn man sich das in Firefox anschaut, dann sind die Kästen unter dem DIN A0-Blatt sogar. Also es ist größer als in Chrome, obwohl ich die absoluten Zahlen verwendet habe. Naja, aber es kann mir wurscht sein. Das soll ja nicht als Seite, sondern als
Poster verwendet werden. Also es hat funktioniert, aber es war durchaus auch ein steiniger Weg. Ja, also ich überlege, ob ich nicht mal das zusammentrage als Anleitung, falls es jemand anderes machen möchte. Noch ein Blogposting drauf oder ein Video drauf. Für Chrome-Browser. Ich weiß nicht, ob ich auch für andere Browser, es reicht mir persönlich. Und auch die ganzen Tricks mit Hintergrund und so weiter. Ich habe mir letzte Woche schon angekündigt, eine Soundkarte gekauft für meinen Raspberry 2. Nämlich keine USB-Soundkarte und keinen HDMI-Audio-Extraktor, sondern ich wollte es gescheit machen und auch das Ökosystem des Raspberry Pis, Raspberry Pi Hardware investieren. Ich habe mein Shield gekauft, das also ist eine. Was heißt das? Hut? Shield heißt es bei Arduino. Hier heißt es Hut, also das deutsche Wort Hut, aber Hut wird es ausgesprochen. Vielleicht zur Erklärung für die Hörer, das ist eine Steckkarte, wie man es eigentlich so beim PC auch reinstecken würde und der Anschluss ist, glaube ich, der GPIO, General Purpose Input-Output Anschluss. Und naja, steckt man ran. Ich habe mir die Variante gekauft DAC Plus. Das Plus bedeutet eigentlich nur, dass es Raspberry Pi 1, 2 und ich glaube auch 3 funktioniert. Ja, ja, 1, 2 und 3, allerdings nur die B Plus und A Plus Varianten des ersten, die anderen nicht. Okay, das ist schon mal ein guter Hinweis. Und als Ausgang, also es ist eine DAC, der wandelt das digitale Signal in ein analoges um und man geht dann raus, da kann man sich auch auswählen, die verschiedenen Varianten. Ich habe die Variante gewählt, wo man über einen Chinch rausgeht. Das sind diese Anschlüsse rot und gelb, weiß. Für Metallstiefel. Genau, richtig. Oder schwarz. Dazu habe ich mir so auch eine schicke Hülle gekauft. Also habe ich eben so ein schlechtes Gewissen, aber ein bisschen pricey, so aus Stahl gebürsteten und so. Oh, schick. Ich habe schon Plastik. Ja, genau. Ich habe mir gedacht, ach, wenn ich jetzt schon 30 Euro oder 40 Euro investiere in die Soundkarte, ist mir auch so egal. Das soll jetzt auch gut ausschauen und war auch ein bisschen Also die Hülle ist vielleicht, muss man vielleicht vorweg schicken, ein bisschen schwierig zusammenzubauen, schaut aber auch hübsch aus. Und bin ich zufrieden damit? Ich mit meinem absolut mittelmäßigen Gehör und habe genau das erreicht, was ich wollte. Nämlich, es hat mehr Wumms einfach, weil ich hatte das Problem, ich habe ja drauf ein Code, ein LibreELEC laufen, ich will drüber Filme und Musik hören. Ja. Und der normale Audio-Ausgang war relativ leise auf dem System, beziehungsweise man konnte es natürlich dann auch hoch verstärken, aber dann hast du ein ziemliches Rauschen und der Sound war für mein Gefühl irgendwie zu dünn. Und fürchterlich. Ja, und auch zum Beispiel ein unangenehmer Effekt ist, wenn du hoch und runter fährst, dann hast du es beim normalen Klinkenausgang, der halt auf dem Raspberry drauf ist, so ein Knacken drauf. Was man einmal, wenn man neue Boxen hat, denkt man sich immer jedes Mal. Ja, das ist so wirklich schädlich. Und diesem Effekt entgeht man auch. Und also ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden. Muss aber auch wirklich sagen, also ich habe jetzt nicht. Wenn man eine Woche, so wie ich, dann sich Foreneinträge einlegt, wo diese ganzen Audio-Nerds drinnen sind, dann tendiert man am Ende schon irgendwie zur DAC Plus Pro-Variante mit Goldanschlüssen und was weiß ich. Also das ist natürlich auch beim Gehör natürlich auch sehr viel Psychologie. Aber gefühlt drinnen. Ist jetzt in ein Computerspiel fetziger, weil der Sound besser ist schon. Ja, du. Also das ist ein für mich hörbarer Unterschied. Ein gewonnener Hörgenuss. Ja. Und eine Sache, die wollte ich noch dann anmerken, weil mir das von der Mechanik von LibreELEC sehr, ist eigentlich eine Kodi-Sache, spät bewusst geworden ist. Was wichtig für mich ist, was unter Windows gibt es da ein Häkchen, was man bei der Soundkarte, bei den Soundeinstellungen setzen kann, ist so eine quasi Kompression des Audios. Das heißt, wenn du einen Film schaust, und besonders in der Nacht ist das wertvoll, dann soll der lauteste und der leiseste Punkt relativ beinahe beieinander sein, weil sonst hast du gesagt, ich verstehe nichts vom Dialog und dann ist auf einmal Action-Szene und der haut die Ohren raus. Ja. Und das gibt es unter Kodi auch, nennt sich Dynamic Range Expression, Compression, das ist auch irgendwie ein Häkchen, das man setzen kann. Und ich habe mich aber gewundert, irgendwie funktioniert das nicht gescheit und so und was ist denn da los? Ja. Und da kommt schon so ein bisschen, da ist das Kodi vielleicht besser zum Einstellen, aber vielleicht auch schwerer zugänglich, da kann man vielleicht einen Tipp geben, weil es gibt, wenn man einen Film anschaut, ein Audio-Menü und da gibt es zwei Einstellungen, die normale Volume und Volume Amplification. Ja. Und die Amplification, die sollte man hochstellen, damit
wird das Ganze lauter, weil die Amplification macht das, den Film und das lauter, aber setzt dann die höchsten Punkte zurück auf den Threshold, wo das Volume eingesetzt ist, also auf den Volume-Wert. Also Volume runtersetzen und Amplification raufsetzen und damit ist alles mehr an der oberen Grenze. Ist es alles ein bisschen zusammengedrückter und du kriegst da einen Mehreffekt raus. War mir überhaupt nicht klar, bevor ich mich nicht da irgendwie super eingelesen habe. Überhaupt, ich habe mich viel zu viel mit diesem Mediencenter auseinandergesetzt und mir durchgelesen, warum sie es eigentlich getrennt haben und so. Bin ich auch wieder so in diese Community-Sache reingekommen. Was mich aber auch interessiert, ich mag das ja bei Open-Source-Projekten, dass da auch immer diese soziale Komponente drinnen ist. Sehe das auch heutzutage. Da gibt es Sound-Nerd-Fraktionen, die aufeinander schimpfen. Also beim Sound sowieso und beim Hyper-Elect, das fand ich ganz sympathisch, haben sie so einen Blogpost geschrieben, die haben es verglichen mit dem Trennen einer Band. Irgendwie so. Ah, okay. Ja, am Anfang haben wir super zusammengespielt und dann ist irgendwie der Leadsänger nicht mehr zur Probe erschienen. Und mehr, aber das war sehr diplomatisch, weil sie gesagt haben, mehr muss man jetzt darüber auch nicht schreiben, das Projekt ist getrennt und ja, mich hat das halt schon Ding. Und beim Mediencenter generell muss ich sagen, ja, es ist irgendwie toll. Andererseits, also ich habe ja vorher irgendwie Musik gehört, indem ich meine Ordner über Samba-Shares einfach auf die Ordner zugegriffen habe und einfach per Bluetooth an die Boxen gestrahlt habe. Ja. Und das hat mir schon, hat jeder gesagt, das ist so kompliziert oder so. Wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat, ja, man kann nämlich auch direkt zum Kode, also zum Raspberry Pi, übers Netzwerk streamen, da gibt es ja verschiedene Standards, alle hochproprietär, also ein wahrlicher Horror. Man kann zum Beispiel über das Apple-Protokoll AirPlay hin streamen oder über ein ganz altes ganz alte Methode, DNLA/UPnP. Ja? Das ist auch eine Möglichkeit hinzustreamen. Google, unverständlicherweise, hat, muss man ja wirklich sagen, hat mittlerweile ihren bisschen Open-Source-freundlichen Hof verloren und vollkommen zu Recht, weil die verwenden selber das Google Cast, das kannst du mal überhaupt vergessen, wenn es kein Google-Gerät ist. Also das AirPlay haben sie ja wenigstens reverse-engineert, ja? Aber das Google Cast, das kriegst du nicht, irgendwie nicht hin. Und dann gibt es noch Miracast, ist auch ganz toll, ist auf manchen Android-Geräten sieht man das. Das ist zwar ein, ich sage jetzt nicht, also ihr müsst ganz doppelte oder dreifache R-Quotes müsst ihr jetzt sehen. Ja, ein freier Standard, für den die Entwickler aber gutes Geld ablegen müssen, damit sie die Spezifikation dafür bekommen. Also kein offener Standard? Oder? Nein, das ist, du liest ja den Wikipedia-Artikel durch, total seltsam und... irgendwas Industriemäßiges. Und eine richtig freie Variante gibt es nicht. Also ja, am ersten noch eben noch das DNLA UPnP. Ja. Aber es ist halt die Frage, also wenn ich Bluetooth mache am Tablet oder am Phone, ja, dann mache ich oben das Bluetooth-Zeichen an und alles, was an Audio irgendwo von irgendeiner Applikation kommt, wird direkt hingestreamt. Ja. Bei AirPlay ist das halt unter Android zwar Geschichte, ja, weil da brauchst du eine Drittapplikation. Ja. Es gibt zwar eine, die du installieren kannst und dann so wie Bluetooth einschaltest. Allerdings musst du das unter Root laufen lassen, was ja bei vielen Geräten nicht möglich ist. Was du sonst machen kannst mit diesen Streaming-Protokollen, also AirPlay und DNLA, du kannst zwar schon Musik hören und so, aber dann hast du meistens eigene Musikplayer dafür. Oder wenn du ein YouTube-Video Videos streamen möchtest, dann kannst du unter YouTube auf Teilen gehen und das einer Applikation wie AllConnect oder einem, der eben AirPlay oder DNLA spricht, das dann so weitergeben, den Link sozusagen, und der streamt das dafür. Also ich meine, geht's noch? Ich meine, heutzutage und noch komplizierter, ich meine, da bin ich zumindest für Audio mit Bluetooth eigentlich mehr als zufrieden. Ja. Also da hat es mir keinen Gewinn gebracht. Ja. Es ist zwar ganz hübsch irgendwie bei DNLA, du kannst dann, es gibt für Kodi sehr gute Fernbedienungen, also entweder die offizielle Kodi, Core nennt sich die Fernbedienung, oder eine super mächtige Fernbedienung namens Yatzee. Ja. Da kannst du dann halt in gewissen Kombinationen tolle Späße machen, wie zum Beispiel, du schaust am Beamer einen Film und gehst dann aber weg und möchtest dann am Tablet weiterschauen, dann kannst du sagen, bitte am Tablet weiterspielen, und dann übernimmt das nahtlos. Ja. Geht auch nur mit einem gewissen Player, ansonsten startet ein Film von vorne, aber egal, du kannst da die Favorites legen, du kannst zum Beispiel sagen, so, die Serie Enterprise XY habe ich in meinen Favorites, das drücke ich einmal drauf, habe die Folgen und starte es gleich so. Also du kannst das schon machen. Andererseits muss ich zugeben, ich bin, glaube ich, vielleicht einfach, meine Library ist einfach vielleicht auch nicht geeignet. Also erstens einmal finde ich bei Kodi halt, das ist eine große Einschränkung, gemischte Ordner, wo du Serien und Filme und Musik gemeinsam drinnen hast,
keine gute Idee. Also du musst immer einen Ratentyp festlegen, also einen Content-Typ, und das kann er nicht gut raustrennen. Und wenn du so eine langgewachsene Musiksammlung hast wie ich, ja, ich habe zum Beispiel sehr viele Weihnachtssongs, weil ich irgendwie so mit meiner Jugend an, denke ich mir, jeder Popkünstler irgendwann in seinem Leben bringt irgendein schlechtes Weihnachtsalbum raus. Und dann habe ich einen gigantisch großen Ordner mit oft nur Einzelnummern oder so, ja, von Künstlern. Jetzt habe ich das als Bibliothek aufbereitet und kann das irgendwie statt Ordnerstruktur habe ich jetzt da meine Bibliothek, und die besteht aus, weiß ich nicht, gefühltermaßen auf einmal ist das halt alles zugespammt mit Weihnachtssongs. Also will ich nur Weihnachtssongs hören. Also ich müsste mich halt am Riemen nehmen und besser meine Ordner und Ding erwarten und das hintunen für Kodi. Aber mittlerweile denke ich, muss das fragen. Ja. Wie viel Tage im Monat hörst du Weihnachtssongs? Ja, eben. Aber ich frage gar nicht, in welchem Zimmer und bei welcher Tätigkeit. Ja, es geht schon früh los. Ich meine, Weihnachten ist jetzt um die Ecke eigentlich schon fast. Es beginnt hier. Stimmst du dir? Ja, schon ist ja da, der Sommer ist vorbei. Das kann sonst nichts sagen. Okay. Also, aber deswegen meine ich ja, es ist sehr lästig, dass mir das verstellt. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, wie ich mich so eine Woche mit Libre Alec und mit Kodi auseinandergesetzt habe und immer alle zwei Tage die neuen Testbild vom Milhouse draufgespielt habe, mich gefreut habe, okay, das Problem hatte ich nicht, aber es ist jetzt auch nicht mehr da und so. Ich schaue nichts, aber ich beschäftige mich sehr viel mit diesem Media Center. Ist das, nennt man es das vielleicht so Unterhaltungs-Media Center, wenn man sich da so unterhaltend ist, sich damit auseinanderzusetzen. Also für mich ist es ein bisschen, nach einer Woche denke ich mir, vielleicht bin ich gar nicht so der Media Center-Typ. Es löst total viele Probleme, die ich eigentlich nicht hatte. Und ich beschäftige mich halt total viel damit. Aber es muss halt jeder selber. Und es ist halt die Frage, es ist halt auch ein Liebhaber-Ding, weil ich habe jetzt für den Raspberry Pi halt, weiß ich nicht, über 30 Euro abgelegt, für die Soundkarte über 30 Euro, dann aus Liebhaberei noch ein schönes Case dazu, das haben auch 25 Euro gekostet, Netzteil, SD-Karte. Es ist halt, muss man auch sagen, sind die Leute, vielleicht haben sie gar nicht mehr so viel Content zu Hause, vielleicht ist für die dann wirklich so ein, man muss so sagen, böser proprietärer Amazon-Stick und Google-Stick, wo sie einfach nur ihre drei Filme von ihrem Streaming-Service drauf haben. Mhm. Vielleicht ist das an Komplexität, ist das für die schon ausreichend. Ach, es kommt ja bald das Retina-Implantat, wo sie so ein bisschen glasige Augen haben. Ich dachte, das mag ich schon. Also, ja. Du hast so meine 2 Cent zu dieser ganzen Media Center Geschichte. Du hast es ja auch gekauft. Ja, ich habe auch schon seit über einem Monat so ein Ding vorm Urlaub noch gekauft, ein Raspberry Pi 3, der HiFiBerry DAC Plus Pro. Wirklich den Pro? Ja, weil das ist der einzige, den ich im Laden bekommen habe. Okay. Habe ich mir gedacht, okay, nehme ich den Pro. Nur so als Anmerkung, der Unterschied zwischen vergoldeten Steckern und nicht vergoldeten Stecker, das ist so ungefähr der Unterschied zwischen Hasenkürtel und Mäusekürtel. Also, ich bin nicht schlauer geworden. Nimmst du mal hier. Wir wollen auch gar nicht schlauer werden. Wir wollen gar nicht. Ja. Es ist scheißegal. Für den Otto-Normalverbraucher auf jeden Fall. Und ansonsten, der Unterschied ist höchstens in der Korrosion. Da ist natürlich wirklich ein Unterschied. Aber okay, gut. Wer es länger haben möchte, sollte vielleicht auch Gold nehmen. Ja, ich habe auch Zündstecker, also Bananenstecker dran und an meine Stereoanlage angeschlossen, weil die Variante mit HDMI ist für viele völlig ausreichend. Zum Beispiel meine Freundin hat eine Stereoanlage mit HDMI-Eingang und Ausgang. Ja, dann kannst du raus, ja. Super, ja, da braucht man nicht extra so ein Ding anzuschaffen. Aber ja, ich habe das nicht. Ich habe eine komplett analoge Anlage zu Hause. Das Einzige, was ich nicht habe, ist ein Röhrenfernseher. Da habe ich schon Flachbildschirm mit HD, also Full HD. Und ja, da möchte ich natürlich schon kombinieren. Und ich muss sagen, ja, Otto Normal. Aber könntest du es dann nicht auch irgendwie mit HDMI das Auto in den Fernseher, und der Fernseher gibt es mit analog dann weiter an die Anlage? Die Qualität war mir dann nicht gut genug. Okay. Ist natürlich die einzige Lösung, wenn man gleichzeitig diese ganzen Sachen vom Fernseher nutzen möchte, wie Bild verbessern und so weiter. Das wird ja
sehr viel angeboten schon an den Fernsehern. Die habe ich alle ausgemacht. Das Bild bei mir ist dadurch besser geworden, statt schlechter. Komisch. Das liegt einfach daran, dass die Weichzeichner einsetzen, was ich fürchterlich finde. Also mir ist die Analog-Variante einfach lieber und deswegen habe ich mir das Ding angeschafft, bin auch über 100 Euro dafür ausgegeben, ohne die Soundkarte, mit einem kleineren Case, unter 100 Euro und das würde ich schon durchaus, wenn man sagt, ja, wäre ganz interessant, Raspberry Pi möchte ich ausprobieren, lieber Elec drauf und los geht's. Und fandst du einen Unterschied auch zwischen Soundkarte und den normalen Raspberry Pi Ausgabemöglichkeiten? Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Sehr gut, fühle ich mich weiteres Mal es bestätigt. Es ist bekannt, dass Pi, die Soundkarte könnten sich wirklich sparen, die ist grauenhaft, es ist fürchterlich. Die beim Dreier soll angeblich besser sein, die habe ich nie ausprobiert, weil es mir wurscht war. Ich habe den Dreier mit WLAN und ich weiß nicht, habe ich das schon erzählt, dass ich das Ding dann als Access Point verwendet habe? Ja, genau, richtig. Ja, das muss man sich auch vorstellen. LibreElec bringt alles mit, um das Ding als Access Point zu benutzen. Das ist nice eigentlich. Ja. Also muss man gar nicht irgendwie was im Command Line einstellen, sondern das kann das LibreElec von sich aus. Ja, genau. Man kann sowieso bei LibreElec wenig über die Konsole machen. Mhm. Es gibt ja sogar nur Root. Sicherheit ist da halt nicht gefragt, aber das kann man sich da auch eher sparen. Ja, das kann man aber vielleicht noch erwähnen zum Aufsetzen des Soundtreibers. Mhm. Musste ich schon in die Konsole gehen. Ja, das stimmt, richtig. Da muss man eine Datei editieren, damit er die Soundkarte unterstützt. Ja, ja. Stimmt. Ja. Könnte man auch für etwas vereinfachen, aber ich denke mir... Das kommt okay. Ja, vielleicht als App für Kodi. Sie werden es einfach mal so default. Es ist nur eine Zeile im Config, da muss man halt sagen, bitte diese Datei ist drin. Ja. Dieser aber ich habe auch schon ziemlich lang gesucht, bis ich wusste, was ich mir eintragen muss. Ja. Das ist auch nicht so einfach. Naja, das stimmt. Sich die Informationen zusammenzusuchen, da könnten Sie noch ein bisschen automäßig zulegen, die Hi-Fi-Berries. Mhm. Ja, aber ich bin ziemlich zufrieden damit. Ja. Und gucke damit regelmäßig Filme. Ja. Ich habe es nicht übers Herz gebracht. Rassli-Kuscheln. Aber ich hätte auch noch ein Audio-Thema, ist mir eingefallen. Bitte schön. Weil du gesagt hast, das mit Streamen und so Probleme und so weiter. Ja. Es ist ganz interessant. Also variable Bitrate ist generell ein Problem beim Streamen, wenn man nicht genau weiß, sozusagen, wie weit man vorher übertragen muss, bis man da ein Audio draus machen kann. Okay. Weil man hat nicht sowas wie bei einem Video, wo man Keyframes dazwischen hat, wo man sagen kann, okay, jetzt weiß ich, jetzt habe ich ein fixes Bild, von dem kann ich weiterrechnen. Mhm. Sowas hat man im Audio in dem Sinn nicht. Ja. Wer sich für solche Sachen interessiert, oder zum Beispiel bei MP3 Joint Stereo und so weiter, was das alles bedeutet, gibt es einen super Datenmenge. Gibt es einen super Podcast, jetzt ganz frisch rausgekommen die Woche, aus der Serie Der Lautsprecher von Tim Britlove, hat diesmal als Gast den Georg Holzmann vom Auphonic-Projekt, wo wir den Podcast auch durchjagen, und der hat halt schon ziemlich viel Ahnung von Audio-Codecs, und da gehen sie so richtig, nicht arg in die Tiefe, aber so richtig die wesentlichen Sachen, wann sollte man Opus verwenden und solche Sachen. Das ist sehr, sehr hübsch erklärt. Also das ist der Lautsprecher-Podcast. Dann schmeiße ich noch die URL von vorher nach, da weiß ich die URL nicht auswendig, ich glaube, es ist der Lautsprecher.de. Our of Code ist our-of-co.de und Lieblingsplätzchen ist lieblings-plätzchen.com und Plätzchen mit AE. So, jetzt habe ich alle URLs auch noch reingeschaufelt. Und werden alle zu finden sein in den Shownotes. Das sowieso. Und da wird auch die Folge 272. Jo, das war der Lautsprecher. Ich habe Kinofilm, noch Bitte. Einen Film dazu geschaut und eine komplette Staffel TV geguckt, die auch der Harry rezensiert hat. Ah, okay. Nämlich Stranger Things. Ach ja, sie in aller Runde gerade zur Zeit. Also, aber bevor du die Serie machst, mein Wunsch ist, dass du über den posthumen Michael Klavogger-Film sprichst. Tja, ist er gestorben? Ja, er ist leider 2014 gestorben, während er auf Reisen für ein Dokumentationsprojekt war, an Malaria. Das ist schon deswegen liegt mir der Film auch ein bisschen am Herzen. Da ist ja ein Abschluss einer Trilogie, nämlich von Nacktschnecken und von Contact High. Und der dritte war jetzt Hotel Rock'n'Roll. Ja. Und alle drei mit Michael Ostrowski. Mhm, richtig. Und ja,
Und diesmal mit von der Partie, also ich muss mir den Film ja eigentlich auch anschauen. Du hast den noch nicht angeguckt, oder? Nein, ich habe ihn noch nicht angeschaut, aber das Ensemble, ich meine, da spielt der Gerald Wotover mit, den ich vom Projekt X einfach so gerne habe. Der Sven Regener, den man kennt von Element of Crime und als Autor von Herrn Lehmann. Und wer spielt noch mal? Der Detlef Buck, der überhaupt ein Hans Dampf in allen Gassen ist, als Regisseur und Schauspieler sowieso. Also ich bin sehr gespannt, was du zu berichten hast. Jo, okay, zwei Stunden lang interessiert. Gregor dankt sich, also nur für dich, Gregor. Ja, danke. Aber nicht spoilern. Ja, ich habe mir leider jetzt den Hotel Rock'n'Roll als erstes angeschaut, obwohl der letzte in der Trilogie ist. Mhm. Und nachher habe ich reuemütigst ganz schnell die Nacktschnecken mir reingezogen. Jetzt fehlt mir nur noch der mittlere. Also ich habe es in der schlechtmöglichsten Reihenfolge angeschaut. Aber ich kann jetzt schon sagen, es macht mehr Spaß, wenn man es in der chronologischen Reihenfolge anschaut, ja. Weil halt, weil zum Teil auch immer die gleichen Schauspieler vorkommen und die dann schon Figuren haben, die sozusagen eine Vorgeschichte haben. Dadurch werden die Gags lustiger, wenn man weiß, was der im letzten Film aufgeführt hat. Genau, also die sind nicht nur dieselben Schauspieler, sondern auch die Charaktere. Ja, wobei sie sich ein bisschen weiterentwickelt haben, oder es ist halt witziger, wenn man weiß, was sie im vorigen Film getan haben. Also ich bin total unvorbereitet da hineingegangen, habe nur gewusst, österreichischer Film und kann das sehr empfehlen. Sehr, sehr netter Film. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Ach, und sehr viele österreichische Schauspieler, auch ein bisschen eine österreichische Diktion, also nicht diese grauslichste Arena-Synchro Berlin, die alles so jeder Western- und Ami-Film als wieder in Hannover spielen, sondern wirklich, also die Leute reden ein bisschen echter daher. Mehr lokal. Lokalkolorit. Ja, ja, ganz toll. Und ein sehr österreichischer Humor, also den man jetzt dahingegen zusammenfassen kann, dass eine gewisse Diskrepanz zwischen den hohen Ansprüchen der Leute ans Leben und ihrer eher minderen Leistungsbereitschaft oder Arbeitswilligkeit, um diese Ziele zu erreichen, besteht. Und das trägt halt den Film. Mhm. Und ich habe irgendwo gelesen, eine österreichische Loser-Komödie oder also Kiefer-Komödie, und das trifft es recht gut. Und die Handlung, du schaust dann böse, wenn ich zu sehr Spoiler. Warum schaut ihr jetzt schon böse? Nein. Ich kann das nicht, die Handlung nicht so gehabt. Also worum geht's? Es fängt an mit Ostbank Kurt in einer Gastrolle. Und ja, also die, wie soll man sagen, die Mao, also die Hauptdarstellerin, die hat zwei eher unfähige Bandkollegen. Und okay. Sie erbt ein Rock'n'Roll-Hotel von ihrem Onkel. Das ist schon ein Rock'n'Roll-Hotel. Ja, oder es war so gedacht. Also das ist dann eher ein leicht vergammelter Landbauernhof, wo halt die Zimmer so das Jimi Hendrix-Zimmer und so. Und sie soll sozusagen, sie kriegt am Sterbebett vom Onkel den Auftrag, sie soll seine Vision, halt so ein Sex, Drugs, ein Rock'n'Roll-Hotel in die Steiermark hinzustellen, in die Hügel. Das soll sie jetzt halt dann sozusagen beleben. Und sie tritt dann das Erbe an und erfährt dann aber erst im Zuge der nächsten Tage, dass halt das Hotel hoch verschuldet ist und demnächst ein sehr großer Kredit fällig ist. Mhm. Und diverse andere Kriminelle und sonstige Bekanntschaften sammeln sich dann alle auf diesem Hof. Und ja, es wird gekifft, es wird geprobt mit der Band, es gibt die üblichen, ich finde, das haben sie auch sehr schön gemacht, so die Streitereien innerhalb der Band, wer jetzt welchen Text zu spielen hat und wer die Solo kriegt und so. Wieder Bandprobleme. Also Bandprobleme, und das ist sehr schön, dass sie eigentlich alle viel drängere Probleme haben und uns dann halt liebevollst sich in ihren Bandstreitereien und Kleinkriegen, wer welches Zimmer belegen darf und wer mit wem schlafen darf und so. Also die Gruppendynamik ist wesentlich wichtiger als das durchaus ernste echte Leben. Mhm. Und es kommt dann so ein sehr Georg Friedricher, ein Schauspieler, den man auch von den Seidel-Filmen kennt, Ulrich Seidel-Filmen, der spielt damit. Der spielt dann einen sehr seltsamen Kriminellen, und dessen Pate oder Partner ist der Detlef Buick, der ein eher schmieriger Hotelbesitzer. Der hat ein Hotel Alzheimer auch Geschäftsmodell, das zerlegen es dann sehr schön. Wow, da kannst du es mehrmals kassieren und die merken es nicht. Und so. Also sehr lauter skurrile Gestalten treffen sich in der Steiermark in diesem seltsamen Konzert, und der Film strebt dann auf ein Abschlusskonzert zu. Also die Musik ist sozusagen der Selbstzweck.
Und es gibt, ich glaube, Harald Krasnitzer, so ein Fernsehkommissar, der stapft auch so als eher sehr seltsamer Kommissar herum und versucht halt einen Banküberfall, der auch grottenschlecht unfähig ist, aufzuklären. Und also sehr viel Tohuwabohu und, und Situationskomik, ein bisschen Verwechslungskomödie. Und die Musik kommt hier auch wirklich vor? Also ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu alt für die Musik, ja. Also vom Geschmack her. Vom Geschmack her ist es prominent drinnen, also hört man ganze Nummern. Man hört ganze Nummern, sie haben auch eine Nummer, habe ich erkannt, die heißt Odo Schwarzer Afghane, das glaube ich aus den 70er Jahren, so ein Kiefer-Lied. Also nicht zu alt, sondern zu jung. Wolfgang Ambros. Für die bin ich ein bisschen zu jung, aber sonst für andere Lied, das war für mich eher so elektronischer oder so. Also das Unangenehmste war mir so ein... Mir vorkommt, immer wenn der Kommissar auftritt, hat er sozusagen ein eigenes Thema. Und das hat für mich so gelungen aus einer Mischung von Kreissäge und dass jemand dauernd Strick oder Stritz oder so irgendwie sagt. Und das kam halt dann aber nicht kurz, sondern minutenlang. Da habe ich auch nicht den Gag kapiert, aber wahrscheinlich war das schon wieder der Gag, dass der so ein absolut unangenehmes Musikthema hat. Und ja, als auch Schauspieler, die man kennt von Vorstadtweibern, Hilde Dalig zum Beispiel. Und ja, einfach, sie haben super gespielt. Und ja, sie kiffen halt, sie kümmern sich um ihre Musik. Ja, sie scheitern im echten Leben. Ja. Ja, und dann an diesem Anspruch scheitern sie halt auch ein bisschen. Und es mir hat sehr gut gefallen. Also von der Handlung ist nicht alles so ganz, ganz durchdacht. Das Ende ist auch relativ offen. Und was ich sehr empfehlen kann, ist den Abspann, das ist dann so dieses, was man oft beim Film hat, ein Jahr danach oder wie es halt weitergeht. Genau. Und das haben sie sehr lieb gemacht in Form von so kleinen Interviews. Also eine Reporterin, also die werden anscheinend irgendwie berühmt. Ja, aber es gewirkt ja je nach eher so einem Film, der durchs Ensemble und durch die Situation... Wirkt durchs Ensemble, durchs Schmäh, durch die... Ja, ja, okay, das kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Und gut. Mein absoluter Lieblingsspruch, den verrate ich noch, also das ist die Mao, also die Bassistin, ne? und der Michael Orlowski ist der Sänger. Ostrowski, ja. Und noch ein Typen, und der spielt Gitarre. Der Gerald Bass, ja. Und die drei sind sozusagen der Kern der sehr dysfunktionalen Band. Am Schluss werden die zwei Männer also getrennt interviewt, ne? Und, wo sie sich halt kennengelernt haben und so. Und dann wieder, was ist da mal dran ist, sagt er halt so. Ne? Nachdem er den ganzen Film irgendwie der einzige beste Freund war von dem anderen, ne? Sagt er, ja, ich hätte halt auch schon gerne mal einen Partner mit einem Talent. Ne? Das ist nochmal so. Allein der Schlusskrieg war die Eintrittskarte wert. Aber sonst wirklich ein sehr vergnüglicher Film. Also ich bin ja oft nicht so... Aber der Film interessiert mich. Und weiß nicht. Also werde ich mir auch anschauen. Wenn es sich ausgeht, noch vom Slash-Filmfest. Ja. Auch Detlef Buick hat eine sehr schöne Ansage über das Verhältnis vom Deutschen zu Österreichern. Das passt auch sehr. Gut. Sehr gut. Und sonst halt, ich habe im Zuge dessen halt das Nacktschnecken reingezogen, das habe ich damals versagt. Das war der erste von diesen. Und da merkt man halt, der wurde mit weniger Budget gedreht und, wie soll ich sagen, weniger Geld dahinter auch, weniger Effekte. Ja, das ist und, aber trotzdem, also die ganzen Schauspieler sind natürlich auch ein Tick jünger, weil da ein bisschen Jahre jetzt schon vergangen sind. Und der hat mir aber auch sehr, sehr gut gefallen jetzt. Und also ich kann es nur empfehlen, sich in der richtigen Reihenfolge anschauen. Also Nacktschnecken habe ich auch gesehen, kann ich mich erinnern, hat mir damals auch gefallen. Ja. Also, und der dazwischen, der fehlt mir, das ist der Kontakt-Teil. Müssen wir noch nachholen. Ja, wie gesagt, das ist sicherlich interessant und es ist schön, dass das war ja, ich habe da so für eins gehört, da hat Michael Ostrowski drüber geredet, dass es ihm einfach ein Anliegen war, nachdem eben der Michael Klavogat so tragisch gestorben ist, dieses Projekt zu machen und dass irgendwie so die gesamte Gruppe da irgendwie auch wirklich mit Herzblut dabei war und sich gefreut haben, irgendwie diesen Film noch umzusetzen. Ja. Also, was man von Michael Klavogat vielleicht noch kennen könnte, der ist bekannt geworden 1998 mit einer Dokumentation namens Megacities. Ja. Und der Megacities war insofern auch irgendwie herausragend, weil da, glaube ich, der erste, wenn ich mich jetzt nicht täusche, auf Wikipedia steht, das, glaube ich, der erste österreichische Film beim Sundance Festival. Das war so einem alternativen Filmfestival in Amerika. Gut. Stille. Ja, ich kann mit Stranger Things gleich weitermachen. Ab in die 80er? Seid ihr schon mal nur, mach nur. Ich habe mein Thema vergessen. Das ist das. Tja. Ja, also ich muss jetzt nachhören den Podcast vom Harry.
Der hat gesehen, darüber, aber ich, das habe ich noch nicht gehört. Ich habe, und zwar, wie bin ich auf Strange Things, zwei Radler sind zu viel für mich, Stranger Things gestoßen. Mhm. Ich hatte Reddit, da habe ich irgendeine R-Teacher-Subreddit konsumiert und da hat dann jemand gesagt, ach, so ein toller Lehrer in einer Fernsehserie, und dann wurde da geschwärmt über einen Lehrer, der einen Nebendarsteller in dieser, auf den Plan gerufen. Ja, dann habe ich mir gedacht, na gut, jetzt siehst du da halt einmal, schaust du das an, vielleicht ist das nett, ist da eine vorbildliche Lehrerrolle, aber der hat dann wirklich eine absolute Nebenrolle gehabt. Worum geht es bei Stranger Things? Das ist einerseits so eine 80er-Jahre TV-Serie, also mit kleinen Außenseiter-Nerds-Kindern, die im Keller Dungeons & Dragons spielen und fahren auf so E.T.-Fahrrädern durch amerikanische Vorstädte, wo diese großen kastenförmigen Autos rumfahren, weil es sind die 80er. Also. Und das Ganze ist vermischt mit so einer Horror außerirdischen Mystery-Sache, ja, so ein Monster spukt da herum, und wer ist schuld? Eine böse, das Department of Energy, also so böse CIA, amerikanische, also so eine Art Armeebasis, die halt sehr, sehr, so einen Professor, der da sehr böse, böse Experimente macht, und eins ist halt total schief gelaufen, und das Monster, das deshalb jetzt diese Kleinstadt bespukt, hat bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit den Monstern aus diesen Dungeons und Dragons Spielen, was die Kinder spielen, deshalb sind die auch so ziemlich die cleversten und können als einzige circa mit dem Ganzen umgehen, und dann ist ein leicht kaputter Dorfpolizist, der halt auch gegen alle Widerstände da seinen Privatkrieg gegen das Böse und vor allem diese übergeordneten Armeestellen führt, um da halt seine Stadt sauber zu halten. Und dazu noch so Teenie-Liebeskomödie mit den bösen Schultypen, die die anderen mobben. Ja, ich habe natürlich gesagt, auf Netflix die ersten 20 Minuten gesehen, muss ich dann aufbrechen. Und du hast das ja eh schon angedeutet, dieses E.T.-Feeling verlässt einen irgendwie nicht. Also die kleinen Jungs, die durch die Vorstadt mit dem Radeln und dieses Setting, diese Ästhetik haben es hingebracht. Irgendwie. So ziegelsteingroße Walkie-Talkies, mit denen sie untereinander funken. Ja, das Internet arbeitet sich, glaube ich, eh gerade ein bisschen dran ab, wie stimmig die ist. Spielt nicht auch irgendwer berühmter mit, der Uma Thurman oder so? Die Hauptdarstellerin ist, glaube ich, Winona Ryder. Ah, so. Die spielt so eine leicht verrückte Mami, wenn ich das richtig habe. Also die halt als einzige, sie wird von allen verrückt erklärt, aber natürlich hat nur sie die Wahrheit. Also es sind sehr viele Klischees drin. Was mich geärgert hat, ist, dass sie mit einem Tick weniger Mystery und außerirdisch oder Horror Wesen aus einer anderen Kerkerdimension hätte das Ganze viel realistischer sein können. Also das Monster ist eine Art Dimensionswandler, der da richtig aus der Kerkerdimension da rauskommt und hat da so eine eigene Dimension, die irgendwie eh so ausschaut wie die amerikanische Kleinstadt, aber alles ist so verschleimt und mit so Schleimbäumen und alles dunkel und toxisch, und da können sie aber auch herumlaufen. Das ist ein bisschen seltsam, so eine Art, ja, wie in einem Videospiel halt, wo du dann so eine Hades-Dimension hast. Und so ein Monster bricht da halt durch. Weil halt das ganze Setting mit diesen Nerd-Kindern und die Teenie, also der Liebesdrama und so, und dieser Polizist, das ist eigentlich alles so gute Versatzstücke. Man schaut gern zu, weil die Charakter alle sympathisch sind, aber es macht halt keinen Sinn, das Ganze. Also den großen Plan dürften sie nicht haben, aber es funktioniert. Ja, schon, sie haben halt alles zusammengewürfelt, was halt irgendwie sich gut verkauft, aber mir hätte es jetzt besser gefallen, wenn das Böse jetzt halt einfach ein realistischer Mann ist, der halt, was weiß ich, irgendein Psychopath oder etwas, an das man glauben kann, aber das ist halt so, du weißt, na gut. Ja, das wahrscheinlich spielt das zusammen, dass eben so in diese Spielbergige Richtung, der hat es ja auch immer gern mit oberen Wesen und dann ja. Also, vielleicht wollten es da nicht ausbrechen, was da ist. Ich muss mir ja auch einmal schauen. Aber ist gut, dass du schon mal sagst, irgendwie, dann gebe ich dem auch nochmal eine Chance. Und zu dieser Lehrerrolle, das ist halt so ein Lehrer, der wirklich total gar nicht vorkommt. Also vielleicht. Also deswegen muss man sich nicht anschauen. Nein, ich meine, er ist sympathisch, ist halt sein Lehrer mit Schnurrbart, und der hat den Funkgerät-Club, glaube ich, für die Kinder und tut halt diese
Nerdkinder da ein bisschen wissenschaftlich betreuen und den mögen sie halt auch mehr dann, den Lehrer. Und egal wie absurd sie da jetzt eine Monsterfalle oder Dimensionstor bauen wollen, sie fragen ihn dann halt um mitten in der Nacht und er lässt natürlich die Freundin im Bett liegen und beantwortet ihnen dann, geduldigst ihre Nerdfragen. Das ist ein echter Lehrer mit Herz. Aber, ja. Aber das, was schön ist an dem Film, ist also, dass die wirklich Bösen ist nicht dieses Kerker-Dimensionswesen, das ist halt außerirdisch, hat sozusagen seine eigene Kerkerwesen-Moral, aber die wirklich Bösen sind halt so die Bundesregierung und Department of Energy, wo armeebewachte Wissenschaftler hausen, das sind die ganz, ganz Bösen. Okay. Ja. Übersinnliche Kräfte, Entschuldigung, habe ich total ausgelassen, gibt es auch noch. Wie du schon gesagt hast, alles drin. Alles drin, ja. UFO habe ich noch keins gesehen, aber es kommt wahrscheinlich in der zweiten Staffel. Ja. Mir fehlt E.T. noch, den Film habe ich noch nie gesehen. Ja. Vielleicht sollte man den Feiern schauen. Ja, schön, die 80er Jahre, also Ikone. Ja, seltsamerweise, 80er Jahre Musik mag ich meistens gar nicht, mein Freund steht voll drauf. Aber die 80er Jahre Filme wie Terminator, Robocop und diese ganzen Actionfilme, die mochte ich schon. Aber jetzt dürftest du es, glaube ich, auch nicht mehr anschauen, oder? Es kommt drauf an, ich glaube, halbe. Ich glaube, manche Sachen schon. Ja, eh. Terminator habe ich irgendwann später wieder mal kurz reingezappt beim Vorbeiziehen. Es war einfach furchtbar noch mehr. Terminator? Eine Persiflage ihrer selbst. Na, erster Teil also kann ich noch gut schauen, ich kann die späteren Teile weniger schauen. Den zweiten auch kein Problem. Ersten beiden Filme Terminator sind immer noch für mich sehenswert. Highlander, boah, ich liebe den Film. Ja. Aber man muss schon halt mit den Augen der damaligen Zeit dann ein bisschen reinschauen. Das geht jetzt nicht so cool, ungefiltert und so Ding. Also mit dieser Begeisterung und der Einstellung von damals kann man es nicht schauen. Aber es gibt halt viel her und man versucht ja auch heutzutage, also so ein Indiana Jones heutzutage funktioniert vielleicht auch nicht auf diese Weise, weil die 80er halt durchaus eine treuherzige Naivität reinbringen, die damals irgendwie konnte man noch bringen, geht sich halt nicht mehr so gut aus. Und wenn es wirklich wehtun soll, zuerst eine Folge mit MacGyver und dann eine Folge Knight Rider. Ich gescheitert. Also MacGyver habe ich jetzt seit langem wieder mal eine Folge genau ewig. Was nicht? Das ist nicht Wahnsinn. Damals bin ich als Kind da vorgesessen. Wahnsinn, ja. Das ist schon vorbei. Das gibt es ja nicht. Knight Rider fand ich auch etwas langweilig oft. Unglaublich, ja. Ja, sie könnten so kombinieren. Damals ist keiner erinnern. Vielleicht beide Serien gleichzeitig anschauen, das ist spannender. Ja. Oder versetzt dann um eine halbe Folge. Einfach so ein Pappendeckel auf die Nase, ne, mit einem Auge. Ja, genau, richtig. Und dann vielleicht noch den Ton von einer ganz anderen Serie. Das ist eh wurscht. Warum die Enterprise eine Folge dazu? Ja. Von der ursprünglichen Staffel. Ja. TNG mag ich aber auch noch gern, wobei die ist nein, war lieber. TNG, ja. The Next Generation. Ich schaue ja gerade den Archer, also Star Trek Enterprise, das, was vor Captain Kirk spielt. Das erzähle ich aber mal ein anderes Mal, das ist eine schwierige Sache. Ich habe auch Rollen gespielt eigentlich, der Lounge, aber erzähle ich auch ein anderes Mal. Ich kann nur sagen, ich war in der English Board Game Night im Café Tunnel. Ah, du warst wieder allein unter Nerds, ja. Und das sehr angenehm ist. Mein Nerds und Sport? Nein, Board Games. Achso, Board Games. Nein, Board Games. Ja, das Coole ist, da geht man hin und da sind noch ärgere Nerds als man selber. Also das ist schon das zweite Mal, dass du Ja, schon das zweite Mal. Ja, das ist halt meine Social Group gefunden. Und ist ein Spiel besonders... Nein, ich habe einfach das gespielt, was da war. Also ich habe mich da nicht irgendwie entschieden oder so. Es ist so, dass die zuerst kommen, spielen halt meistens das Spiel von dem... der halt am meisten da seins auspackt oder bewirbt. Mhm. Die dann zu spät kommen, die setzen sich dann meistens am Nebentisch, bis du sich dort genug gesammelt haben und dann machen die von einem großen Stapel an mitgebrachten Spielen irgendein anderes auf. Okay, verstehe. Meistens gibt es einen, der seins unbedingt auspacken will und will, dass das alle spielen. Also man kann da so schön passiv im Floaten und sich das anschauen. Ja, und sich sozusagen involvieren lassen. Und ich habe ein Spiel zweimal gespielt, ein Kartenspiel, wobei ich es auch beim zweiten Mal noch nicht vollständig kapiert habe. Das war sehr angenehm, weil dadurch war meine Strategiefindung sehr einfach. Ich habe einfach gar nicht nachgedacht. Ich habe nur rausgekriegt, man darf lügen und habe dann halt hemmungslos Blödsinn erzählt. Und es war so ein Resistance gegen Verräter-Ding, wo man so Karten aufdecken muss. Und jeder fragt den anderen, was für Karten hast du? Und dann versuchen es dadurch rauszukriegen,
welche Karten wer hat und wer wie gelogen hat. Und ich habe einfach... Wer ist das Spiel? Mäxchen. Nein, nein, es war etwas mit Resistance, aber es war nicht das klassische Resistance-Spiel, sondern ein anderes. Also es gibt zwei unbekannte Verräter und dann gibt es so drei verschiedene Sorten von Karten. Ah, interessant. Also ich kenne der Widerstand. Ja, ja, es war so ähnlich wie das, aber es war ein bisschen ein anderes Konzept. Okay. Also, du hast mehr mathematisch mitdenken müssen und so. Interessant. Ja. Die eine Partei hat halt versucht, das zu verhindern, dass eine gewisse Karte aufgedeckt wird, die es nur einmal im Spiel gibt, und die anderen haben genau darauf hingearbeitet. Und du hast nie gewusst, wer welches Ziel hat und ob das stimmt, was er sagt, oder warum er lügt. Und das wird halt fest diskutiert und auf Englisch. War recht lustig, aber ich habe sehr lange gebraucht, bis ich überhaupt kapiert habe, zu welcher Partei ich hätte halten sollen, weil ich nicht so ganz aufgepasst habe. Ich war absolut wild, aber es war sehr spaßig, so sehr, sehr befreit. Und das andere Spiel war wesentlich peinlicher, das war auch ein Kartenspiel, das war ein Party-Game. Da wird, also jeder kriegt so 10 Karten, die Leute werden durchnummeriert und man darf nicht für sich selber stimmen. Und nachher wird eine Frage verlesen auf Englisch und dann muss man die Karte aufplatteln, von dem man denkt, auf den das am ehesten zutrifft. Und das, ich nehme an, das macht ein bisschen mehr Spaß, wenn man sich ein bisschen kennt und halt so die Stimmung auf so einem Hüttenabend oder so rauf tun will. Und wir waren jetzt absolut lauter Nerds, die sich gegenseitig nicht gekannt haben. Dadurch hat das auch nicht so sozial verschärfend ist dann eine sehr hübsche Amerikanerin dazugekommen. Das war dann so ein bisschen wie bei 7 Zwerge und Schneewittchen. Okay. Und dann war halt so eine typische Frage, das war eine super Frage. Wen würdest du anrufen, wenn du im Gefängnis landest? Also der dich rausholt, ne? Und das war dann halt der Älteste in der Runde, weil der am vertrauenserweckendsten ausgeschaut hat. Und man ist halt rein nach außen gegangen. Und okay, nicht Schneewittchen. So. Nein, nein, aber die hat auch dann irgendeine Karte mit Freundin oder mit wem hättest du gerne eine Affäre, das oder so. Das klingt dann halt in so einer Runde dann sehr wenig. Ja, es war trotzdem halbwegs lustig. Ich hatte gewonnen ich wurde gewählt bei Dingen wie denkt ständig an seine Ex-Freundin und hat große Schwierigkeiten, sich aus einem Mental Asylum herauszureden, wenn er dort eingeliefert wird. Herrlich. Ja. Man lernt auch einiges über Außenwirkung. Und wie hat das geheißen? Das hast du, glaube ich, noch nicht gesagt. Ja. Details. Ich versuche es rauszukriegen und in die Shownotes zu schreiben. Das ist ein Party. The Voting Game. The Voting Game. Ich kenne da auch ein paar nette Spiele, was das anbelangt, die habe ich auch in der letzten Zeit öfter gespielt. Also Der wahre Walter ist eins meiner absoluten Lieblings-Party-Spiele. Habe ich, glaube ich, schon mal drüber erzählt, über den wahren Walter. Ich habe noch die Original-Edition hier. Das sind Zettel und das mit einem Satz und an einer Stelle steht Walter. Da muss jeder jetzt was hinschreiben, was er dort einsetzen würde, wenn er die Person wäre, die das gerade vorgelesen hat. Und anschließend stimmen alle ab, außer der es vorgelesen hat, welches davon von dem ist. Aber nur für sich stimmt jeder ab. Und anschließend wird geschaut, wer richtig lag. Also ist jetzt etwas kompliziert zu erklären. Ja, genau, richtig. Aber so erraten, wie das... Ja. Aber welcher Begriff am passendsten war. Ja, für den, der vorgelesen hat. Also eigentlich wird dem sein Charakter sozusagen gehen. Ja, zum Teil. Zum Beispiel, der andere urteilt, ja. Ah, nee, das Beispiel kann ich hier nicht bringen. Ja, es ist so ähnlich wie Nobody's Perfect. Man darf sich nicht kränken. Ja. Also Nobody's ist das Spiel, statt Mensch ärgere dich nicht. Ja. Nobody's Perfect ist im Prinzip ein Abklatsch davon, weil dort sind die sozusagen eine Antwort vorgegeben, diese Antwort muss die Person aufschreiben, die das vorgelesen hat. Und was ich gerade auch ausprobiert habe, ist Cards Against Humanity. Das ist sehr interessant, weil erstens das Spiel ist Open Source. Creative Commons. Kann man sich runterladen. Also richtig. Cards versus Humanity. Ja, Cards. Oh, das ist nett. Open Source spielen wir gleich. Und das funktioniert so, es gibt schwarze Karten und weiße Karten. Die schwarzen Karten sind die, wo eine Frage draufsteht, eine Aussage oder sowas, die etwas offen lässt oder etwas fragt.
oder eine Weiterführung verlangt. Und auf den weißen Karten steht dann sozusagen die Antwort, die Fortführung oder sonst was drauf. Das ist pures Chaos, weil manche Fragen ließe sich bestimmte Sachen nicht einsetzen. Mhm. Aber das ist wurscht, kann man das ignorieren. Und einer liest halt diese schwarze Karte vor. Und jeder der anderen legt jetzt etwas, was er meint, darauf antworten zu können. Jeder hat so 10 Karten oder 7 Karten, ich weiß nicht mehr, und kann sich daran aussuchen. Und ja, Cards Against Humanity klingt ja schon, Karten gegen die Menschlichkeit, die Antworten darauf sind abartig, pervers. Also lebt vom Tabubuch das Ganze, oder? Ja, pure Tabubrüche, Anti-Safe Space und rassistisch durchaus auch. Mhm. Aber man darf das alles nicht ernst nehmen. Das ist rein zum Spaß. Mhm. Und in dem Sinne funktioniert das Spiel. Mhm. Also man darf keine Schamgefühle haben, was das anbelangt. Und es macht wirklich Spaß. Ja, man kann es ausdrucken, wenn man einen Drucker hat. Wir hatten keinen Drucker. Wir haben alle Zettel von Hand damit abgeschrieben. Abgeschrieben. Oh. Und hat natürlich direkt noch mehr dazu. Es gibt dafür sogar Generatoren im Internet, wo man neue Antworten, neue Fragen aufschreiben kann und er macht dann Blatt Papierbogen, den man dann ausschneiden kann. Kann es auch kaufen. Ja, also Open Source Spiel macht wirklich Spaß. Ja, manchen macht es nicht so viel Spaß, wenn sie zum Beispiel ein Schamgefühl haben und meinen, ja, es sollte vielleicht doch nicht immer die ganze Zeit so pervers sein. Muss also auch die richtige Gruppe sein, die auch diese Art von Humor nehmen kann irgendwie. Ja, genau. Also es ist vielleicht nicht für jeden geeignet. Für die Oma zum Beispiel nicht. Das kenne ich fürs Familiäre. Ja, genau, richtig. Da könnten durchaus Ehen dann dran zerbrechen. Und nicht für Kinder geeignet, auf keinen Fall. Ja. Also erst ab 16 vielleicht, ja. Wir hatten unseren Spaß. Mhm. Ja, ich habe auch noch eine Anmerkung. Also bei mir, mein Comic, also nicht Comic, eigentlich Spielgeschäft meines Vertrauens, habe ich letztens beim King Harry in der Auslage gesehen, kann man sich kaufen um 10 Euro ein Brettspielset, das komplett weiß ist. Da kann man eben zum selber basteln. Ja, also ein Do-it-yourself-Brettspielset. Ja, das kann man sich kaufen. Also mit Spielsteinchen und allem? Ja, also das ist richtig mit Brettspiel zum Ausklappen. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, aber das fand ich einmal so, okay, das gibt's auch. Ja, gute Idee. Also man könnte sich das im Mensch ärgere dich nicht oder Schach draufzeichnen. Ja, also so hat das ausgesehen. Interessant. Ja. Ja, und eigentlich könnte ich Laudrey auch noch ein Alasmus, aber jetzt, oder? Ja, sind wir jetzt mal... Eine Stunde 15. Muss auch jemand die Shownotes schreiben. Ich ziehe gerade Blicke auf mich. Es ist eine Stunde 15. Eine Stunde 15 ist noch nicht so arg. Also wir haben wieder Rollen gespielt. Laundry, das haben wir schon einmal gespielt. Das ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf einer Romanserie von Charles Stross. Und da geht es um ein Szenario, dass Computer und Mathematik hängen mit Zauberei und Hexerei zusammen. Ja? Klingt so nach Shadowrun. Ja, es ist, naja, Shadowrun schlägt ja auch ungefähr in so eine... Ist eine eigene Welt. Aber es ist nicht so abgefuckt Cyberpunk, sondern eher Jetztzeit. Mhm. Und wir sind angestellt bei der Laundry, was also eine britische Geheimorganisation ist, die die normalen Menschen sozusagen vor diesem Wissen bewahren soll. Das heißt... Du arbeitest dafür, musst komische Magie, die durch, weiß ich nicht, wenn jemand zu lange Solitär auf seinem Computer spielt und wird davon Dämonen besessen, und das musst du, solche Fälle musst du halt lösen, dort wo halt die Computer und die Mathematik ins Hexerische und Absurde reinschlägt. Ja. Und wir haben gespielt, ganz kurz war das nur ein Abenteuer, das auf einen Abend ausgelegt war, weil wir dann längere Abenteuer nachher noch zum Spielen hatten. Und es war ganz interessant, weil der Spielleiter hat sich für ein Brexit-Szenario entschieden. Also wir werden einberufen in unsere Behörde in Großbritannien, in London. Und unser Chef meint zu uns, naja, neuer Premierminister, der weiß überhaupt noch nichts von diesen übernatürlichen Dingen. Und wir müssen ihn als Team überzeugen, warum unsere Geheimabteilung jetzt so wichtig ist, um einen zukünftigen Weltuntergang zu verhindern.
Und dann reden wir so ein bisschen mit dem Minister und wir werden halt dann rausgewunken mit hochrotem Koffer, nachdem wir halt überhaupt nicht gewusst haben, wie wir den überzeugen sollen. Das ist alles halt sehr nett gemacht, weil da gibt es halt Zusatzmaterialien, wo sie halt dann die einzelnen Programmpunkte auflisten, alles sehr auf Firmen und abteilungsmäßig hingezogen. Also beim letzten Spiel haben wir zum Beispiel unsere Untergebenen, hat jeder einen anderen Vorgesetzten gehabt in der Gruppe und wir mussten dann so Bewertungsbögen ausfüllen und so. Und diesmal war dann halt das große Abenteuer so, der Chef sagt, ja, wir haben eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, leider der Mitarbeiter aus einer anderen Abteilung, die wir outgesourced haben, ist mit dem Taxi gefahren und hat einen Laptop im Taxi liegen lassen. Ihr müsst diese PowerPoint-Präsentation wieder beschaffen. Ja, und so ist dann unser Abenteuer losgegangen. Die ja noch Arbeit als noch spielen, oder? Ja, es erinnert mich jetzt verbannt an die Kinder, die kaum aus der Schule kommen, so kleine Kinder, tun uns dann zu Hause Schule spielen, aber mit ganz strengen Lehrern und nur viel Hausaufgaben und so. Ja, Schlagstecken. Hat euch der Spielleiter dann gezwungen, schnell eine PowerPoint-Präsentation zu machen? Nein, aber beim vorletzten Mal, wo wir gespielt haben, gab es eine echte PowerPoint-Präsentation, die unsere Mission erklärt hat. Also, war schon ziemlich. Die hat der Spielleiter gemacht. Ja, der Spielleiter gemacht, okay. Ja. Aber ansonsten, ja, es wird dann am Anfang ist es relativ so eben PowerPoint-Präsentation und es wird dann halt immer, wurde dann halt immer gefährlicher. Also dann mit Zombie-Angriff und komischen Kräften. Und hast du schon mehr als Bleistiftspitze und Bleistift, um die Zombies zu bekämpfen, oder? Ja, ich hatte eine Harke und ich hatte sogar eine Dienst. Harke? Ja, richtig. Also es war dann so die Geschichte, wir sind dann zu dieser Abteilung hin und der Chef war irgendwie besessen von einer fremden Macht und hat uns dann Zombies entgegengeschickt, aber das waren keine aggressiven, beißenden Zombies, sondern eher so Gärtner-Zombies, die eigentlich nur so am Gärtner interessiert waren. Ja, und manche unserer Gruppe haben auf die geschossen. Ich habe mich beschlossen, so à la Walking Dead-mäßig mich durchzuschleichen durch die Zombies, indem ich selber Zombies spiele. Und so hat man halt das so gespielt. Es war schnell, flott. Unsere Gruppe ist ja schon gut eingespielt. Das hat alles super funktioniert. Und auch der Spielleiter, der jetzt schon länger kein Spiel mehr geleitet hat, der war da eigentlich sehr souverän. Also es hat echt einen Spaß gemacht. Da habe ich wieder Lust bekommen, vielleicht auch selber wieder ein Spiel zu leiten. Leitest du wieder? Ja, ich glaube, jetzt ist es langsam Zeit. Ich habe mich lang genug davon gedrückt. Also ich glaube, ich. Aber da fließt ja viel Arbeit rein, ne? Ein gescheites Spiel vorbereitet. Wenn man es gescheit vorbereitet, ja. Dann fließt viel Arbeit rein. Wenn man es nicht so gescheit vorbereitet und eher auf die Erzählung geht, dann muss man nicht so viel investieren. Aber ich habe das vor ein paar Folgen erzählt, es gab ja diesen Rollenspiel-Welttag, wo man dann halt so verkürzte Regelsets bekommt mit einem Einzelabenteuer. Ich glaube, das ist nicht so komplex. Ich habe da so eins, was so Hongkong Action-Movie Welt Feng Shui 2 nennt sich das, abdeckt. Ich glaube, das wird vorbereitet. Da spielt dann jeder so Jackie Chan Kopf. Ah, ist nochmal das, was du gespielt hast, wie heißt dieses System? The Laundry. Und da gibt es eben eine ganze Romanreihe von einem berühmten Autor namens Charles Cross. Ja, das war's jetzt aber. Hat's nur um 5 Minuten verlängert, den Podcast. Schluss? Ja. Na dann, bis nächste Woche. Ciao. Schön war's. Ciao. Tschüss.